Der Raspberry Pi 3 kommt mit einem integrierten WLAN-Chip daher. Leider ist das nur ein 150 Mbit-Chip und er ist dementsprechend langsam. Ich habe einen Test mit iPerf 3 gemacht. Der Pi stand direkt neben dem Router. Ich habe nur etwas über 40 Mbit pro Sekunde erreichen können. Danach bin ich auf einen Artikel bei PowerPi gestoßen, wo verschiedene WLAN-Sticks getestet wurden. Der schnellste WLAN-Stick war der Edimax EW7612UAN in der Version Nummer 2. Dort konnten knapp 90 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Ich habe mir also diesen WLAN-Stick auf Amazon bestellt und ihn an meinen Pi angeschlossen und habe ähnlich wie im PowerPi-Test auch iPerf zur Geschwindigkeitsmessung verwendet. Da in meinem Setup der Raspberry Pi direkt neben dem Router gestanden hat, konnte ich auch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Ich habe die 90 Mbit-Marke geknackt und bin auf ca. 91 Mbit pro Sekunde gekommen im Schnitt. Damit konnte ich für nur 12 Euro die WLAN-Geschwindigkeit des Raspberry Pis verdoppeln.